Hallo, ich habe Feierabend und meine Konzentration war heute ein bisschen mau. Ich musste die ganze Zeit daran denken, dass ich in ein paar Minuten im Prinzip oder nicht mal mehr eine Stunde los muss zum Hausärztin. Ich habe so Bammel, wirklich. Ich habe echt einfach nur Bammel. Aber gut, wir werden sehen. Daniel, komm mit, es wird gut. Es wird alles gut werden. Ja, es muss gut werden. Es muss zwar irgendwann mal was in diesem Jahr gut werden. Im Moment ist einfach nur alles Schrott. Mist. Naja, ich habe auch in der Pause nichts weiter gemacht. Irgendwie schon mal Videos schneiden oder sowas. Eigentlich sollte heute mein Lesemonat online kommen, aber das schaffe ich heute nicht. Das wollte ich in der Pause eigentlich schneiden, weil es auch gar nicht so lange ist. Da kommt schon jemand aus dem Fenster. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte einfach keine Muße dazu. Und deswegen, nachher wäre es zu spät, wenn ich wieder zurück bin. Und deswegen werde ich es für, ich glaube, für Freitag habe ich es eingepackt. Weil ich ja morgen für meinen anderen Kanal was schneiden möchte. Und von, also für den Autorenkanal. Und deswegen nicht zwei auf einmal. Ja. Wenn einfach mal so ein blöder Termin ist, wenn man so sich Gedanken dran macht, hat man einfach keinen Kopf für andere Sachen. Deswegen, ich hoffe einfach, dass ab morgen alles besser wird. Oder von mir ist schon ab nachher. Ab nachher wäre auch super, weil es ist ja dann vorbei und ich weiß Bescheid und ja, ich hoffe, ich komme nicht wie so ein Drops in der Kurve nach Hause. Ich muss auch alleine nach Hause fahren, weil dann muss ich gleich von da aus ins Lager fahren. Das eine Kostüm von gestern kommt nämlich gleich heute wieder zurück. Genau. Ja. Ist nicht schlimm, ich habe mein Kindle dabei, aber ich hoffe einfach, dass ich positiv nach Hause gehe und nicht irgendwie mit noch mehr negativen Gedanken oder sowas. Das wäre super. Genau. Es ist gleich schon 2 Uhr. Das heißt, um 2:30 fahre ich los. Ich werde wahrscheinlich keine Stunde dahin brauchen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den brauche. Ich fahre immer eine Stunde vorher los. Allerdings, mein Termin ist um 3:15. Also 3:15, 4. Aber ich bin immer schon ein bisschen früher da. Deswegen habe ich dann ja auch gesagt, komm bitte um 1:30. Ich möchte dann früher da sein. Ich möchte nicht erst um 3:15 hochtappeln und dann gut. Ja. Dass man spätestens um 1:30 denn da ist. Das heißt, wir fahren ungefähr gleichzeitig los. Er fährt von seiner Arbeit um 2:30 los und ich gehe von hier aus um 2:30 los und dann hast du schon also eine halbe Stunde. Ja. Ich will dir nachher berichten, wie es gelaufen ist. Es ist einfach nicht schön. Wird schon gut werden, ne? Wird schon gut werden. So, wieder zu Hause. Wo ist mein Kaffee? Jetzt habe ich vergessen, meiner Mutter zu sagen, dass ich ihn. Ich habe ihn gerade angerufen. Dass ich eine Irre gefunden habe unterwegs an der Bushaltestelle auf dem Rückweg an der ersten Haltestelle. Und ich habe einen Kaffee gekauft, weil erstens der Bus von Nase weggefahren ist, der zweite. Und da ist direkt ein Bäcker, hatte mir so egal, jetzt hol ich mir einen Kaffee. Weil unsere Kaffeemaschine muss nämlich entkalkt werden. Die schmeckt heute Morgen schon so komisch. Das darf ich nachher mal machen. Und ja, dann habe ich fast unseren Steuerberater bekommen. Ich bekomme wahrscheinlich mehr als Daniel zurück. Wenn es wirklich so ist, wie es da steht. Aber wir haben zwei verschiedene Rechnungen. Also wir haben jeweils zwei Rechnungen bekommen. Was ich immer noch komisch finde, verschiedenen Summen. Also das muss man nachher mal gucken. Wenn Daniel nach Hause kommt, der ist ja aus dem Lager gefahren. Genau. Und was haben wir? Kaffee to go. Schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Und mein Vater holt morgen das Attest ab. Das macht er zu morgen fertig. Umsonst Gedanken gemacht, die war heute voll nett. Voll nett. Sowas von voll nett. Ich weiß nicht, beim letzten Mal, wo ich da mit meinem Arbeitszeug Probleme hatte, war die ja auch so nett wie jetzt. Aber alles andere war irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so nett. Aber heute war sie wieder voll nett. Ich habe mir also vollkommen sonst Gedanken gemacht und alles. Aber ja, gut. Puh, das kann ich ja durchhalten. Heute ist ein guter Tag. Wie gesagt, das hat funktioniert. Steuerberatung, Zeugs, sieht gut aus. Kann ich nicht meckern.
Ja, gucken wir mal, ob dann wirklich so ist. Bin ich gespannt. Wir müssen das auch Protokoll da schreiben und zurückschicken. Weil ich weiß gar nicht, wie das da alles irgendwie. Irgendwas müssten wir hier unterschreiben. Ach, da. Okay. Hier und hier. Okay, zwei Sachen unterschreiben, die wir dann zurückschicken müssen. Vielleicht ist das gleich eine Kopie, keine Ahnung. Damit wir sehen, was er gemacht hat. Weil es ja ohne Unterschrift abgeschickt wurde, wobei man ja auch so keine Unterschrift mehr drunter setzt, weil es ja nur digital ist. Aber es ist okay. Soll er kriegen. Und dann gucken wir mal. Jo. Oh, das ist alles aufregend. Und dann kann man eigentlich schon die Steuererklärungsdingens für letztes Jahr machen. Das ist ja noch von 2021. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, Mann. So. Okay. Was mache ich jetzt? Den Rechner erstmal wieder an. Und lesen. Ich habe mein E-Book nicht ausgelesen, aber fast. Ich bin schon bei über 90%. Also ich werde es definitiv, gehe ich mir zumindest ganz stark von aus, dass ich heute auslesen werde. Genau. Jo. So sieht's aus. Und da hat man das Kostüm bekommen. Also, es ist China-Post und er erwartet China-Kostüm. Also wird es das wohl sein. Eins von zig Millionen Kostümen, die jetzt hier noch antabeln werden, demnächst. Ah, und das eine, was schon als erstes bestellt wurde, ist auch endlich verschickt worden. Wo wir schon dachten, so, ob das funktioniert, weil neuer Hersteller quasi und überhaupt. Das ist man hier ein bisschen skeptisch. Aber es ist auch verschickt, hat er, glaube ich, vorhin gesagt oder hat es gestern gesagt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Jo. Genau. Kommen also demnächst wieder ein paar Sachen an, ein paar Kostümchen. Und da er jetzt mit Hintergründen von Canva arbeitet, braucht er auch kein großes Fotoshooting mehr. Das heißt, wir können es hier zu Hause machen und alles ist super. Genau. So, ja. Nur mal kurzer Zwischenstand. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal entspannen, runterfahren, lesen, Videos gucken. Aus die Maus. Ach so, und meinen gefundenen Euro eintragen und meinen Kaffee to go eintragen. Nicht vergessen. Das Geld aus dem Portemonnaie wieder rausnehmen. Auch eine Option. So, jetzt aber hier weiter puscheln. Ach ja, den Vlog muss ich auch noch schneiden. Ich hatte ja schon erwähnt, da ist ein kleines Päckchen angekommen. Für Ja, Hühnchen das ist ja da. wirklich klein. Ja, das ist ja richtig klein, das Also, stimmt. der Inhalt, der da ist, der sollte eigentlich riesengroß sein. Ja, mal Laut den gucken. Bildern. Wahrscheinlich schön reingeknautscht. Ja, Vorsicht, wahrscheinlich. Zettel. Huch, Ja. da kriegt schon jemand. Ja, noch ein bisschen gefährlicher für dein Messerchen. So. Die Farbe passt schon mal. Ja? Ja. Es ist lila. Oha. Ah, das mit den großen Augen. Okay. Oh mein Gott. Sehr Das geknautscht. ist teuer. Komm raus da! Was? Was ist denn jetzt los? Was Das war nur ist mein das? Tablet. Okay. Und jetzt macht es gleich Flump. Oh. Das macht es doch nicht Flump. Dann macht es ja jetzt mal Flump. Das ist doch Gibt größer. es da auch Handschuhe bei? Und Schuhe. Alles gut. Keine Handschuhe? Ist da was drin? Ah, Handschuhe. Ja, cool. Und eine Hose. Wunderbar. Ein bisschen ausbeulen vielleicht noch. Das ist falsch rum. Vorsicht, der Ventilator. Um Gottes Willen, kommt ein Ventilator. Das ist immer noch falsch rum. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Ja. Ah, sind doch Ärmel oder was? Ja, wie genial. Na? Kannst du sogar gut gucken, oder? Ja, Sehr sitzt genial. ganz gut das Kostüm. Ha. Schnick, schnick. Es muss nur noch ein bisschen ausgebeult werden. Noch ist das Herz ein bisschen unverwachsen. Da kommt ein Schuh rausgeflogen. Nee, ist klar. Noch einer. Nymph. Was?
Der andere Handschuh muss in der Kiste sein. Ja, ist ja schon in der Kiste. Nee. Den hast du ja eben schon mal rausgeschmissen. Hier. Okay. Ah, so. Ich glaube, hier muss man eine Lüftung noch einbauen. Ja? Mhm. Dabei sieht es ja luftig aus. Naja. Üben wir da mal ein bisschen. Warum? Aber hier. So. Ja, ja. Da habe ich so ein bisschen die Zahnfee von The Masked Singer. Was? Nein, ich meine an die Zahnfee, weil die auch so kostümmäßig so. Und sehe ich aus wie ein Herz? Ja, wir müssen noch ein bisschen ausbeulen, aber dann klappt das schon. Ja, so langsam. Es sieht vorne noch ein bisschen knautschig aus. Ja, wollen geht erstmal noch. Ja, ja. Hier hinten noch ein bisschen so. Da hinten sehe ich ja jetzt nicht. Hui. Die Hose passt nicht so ganz. Aber sonst. Hallo? Reicht. Ja. So, mach aus. Ach so, warum denn? Weil mein Bauch gleich rauskommt. Ach, Jemini, das will keiner sehen. Oh, da ist schon zu spät.